das ist immer. Ja, liebe Eishockey-Freunde, wir berichten heute live aus Ravensburg. Ich hoffe, die Internetverbindung funktioniert. An der Stelle schon mal ein riesen Dankeschön an den EVR, die uns hier super mit der Technik unterstützt haben. Ja, und wir, das sind Gerd Schneider hinter der Kamera und Olaf Schnier. Ich versuche, etwas zu kommentieren. Also in 5 Minuten geht's los und wir freuen uns schon aufs Spiel. Und eigentlich, ich glaube, ich lasse hier die Tastatur. Wenn ich jetzt wieder sage, blend mir ein oder. Ja, Melina? Ja, wir machen das so. Wenn ich sage, blend mir ein und dann blend mir aus, dann starten wir wieder. Ja, liebe Eishockey-Freunde, und hier schon mal die Aufstellung der Gastgeber, dem EV Ravensburg, im Tor mit der Nummer 32, David Heckenberger. In der Verteidigung mit der Nummer 5, Bernhard Leibrecht. Mit der Nummer 18, Ronny Gehlert. Mit der Nummer 55, Lubos Sekula. Mit der Nummer 66, Dominik Fehr. Die 69, Leon Donner. Mit der Nummer 95, Luis Delsor. Im Sturm der Gastgeber mit der Nummer 9, Julian Grützmann, mit der Nummer 13 Philipp Heckenberger, mit der Nummer 19 André Martini, mit der Nummer 22 Alexander Katyuschenko, mit der Nummer 33 Johann Katyuschenko, mit der Nummer 45 Simon Heckenberger, mit der Nummer 93 Steffen Kirsch, mit der Nummer 97 Maximilian Leumeit und mit der Nummer 98 Jonas Mikulic. Unserer Rebels im Tor mit der 29, Jannik Ersel, mit der Nummer 90, Andreas Räth. In der Verteidigung heute wieder mit dabei die Nummer 13, Michael Barko, die 16, Mark-Steven Miet, die 76, Lukas Willer und die 92, Lutz Kästle. Im Rebelssturm mit der Nummer 10, Ben Daubner, mit der Nummer 12, Janis Groß, mit der 18, Maximilian Strehle, mit der Nummer 19, Alexander Hotz, die 37, Silas Abert, mit der Nummer 50 Jesper Leins, die Nummer 71 Christopher Mauch, mit der Nummer 74 Patrick Eisele und mit der Nummer 77 Lukas Kubek und last but not least mit der Nummer 82 Tim Becker.
Eppelheim beginnt gleich druckstark aufs Stuttgarter Tor. Eppelheim braucht dringend Punkte, genauso wie die Ravensburg braucht dringend Punkte. In Eppelheim die Niederlage mit 3-4, dann in beziehungsweise zu Hause gegen Eppelheim. In Bietigheim haben Ravensburg verloren 4-7, das heißt die letzten beiden Spiele auch eine Niederlage. Das Spiel gegen Stuttgart in Stuttgart 2-3 nach Penalty knapp gewonnen. Also heute sicherlich auch kein einfacher Gegner. Ravensburg aktuell auf Platz 4 in der Tabelle. 10 Spiele, 18 Punkte. Stuttgart im Moment noch abgeschlagen auf Platz 7, 11 Punkte. 11 Spiele, 14 Punkte. Leider nach der Niederlage am Freitag zu Hause nach Finalgeschießen. Eine 6-3 Führung noch verloren, da Stuttgart etwas schwach spielertechnisch war. Von der Anzahl ging am Ende die Power aus und so die Niederlage. Und dementsprechend heute natürlich enorm unter Druck. Aber jetzt erstmal Druck im Drittel von Ravensburg. Mit mächtig Druck aufs Tor von Jannis Ersel, der bisher noch nicht hinter sich greifen musste, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, Ravensburg mit mächtig Druck in Richtung Stuttgarter Gehäuse. Aber jetzt vielleicht der Gegenzug. Maximilian Strehle. Aber gut verteidigt von Ravensburg. Ravensburg mit dem Eising und es gibt Bulli vor Ravensburger Tor. Offensichtlich Fehlentscheidung, deswegen Anspiel im Mittelkreis. Ja, und wieder Ersel. Vor der Rebels Barco auf Kästle wieder zurück zu Barco. Patrick Eisele. Christopher Mauch unter Bedrängnis. Aber die Scheibe immer noch im Stuttgarter Besitz. Und jetzt Lutz Kästle. Ah. Aber jetzt Stuttgart mit dem guten Druck im Ravensburger Drittel. Und Patrick Eisele. Ah.
abseits der Ravensburger. Und ein Spiel in der neutralen Zone. Ja, man sieht auf jeden Fall schon sofort, beide Teams wollen heute 3 Punkte. Keiner will hier klein nachgeben und es wird sicherlich ein sehr interessantes Spiel heute. Aktuell knapp 4 Minuten gespielt. Die Spielanteile, würde ich sagen, mittlerweile 50-50. Ja, nach dem etwas holprigeren Start der Stuttgarter jetzt etwas mehr Souveränität. Und so mit Ravensburg mit Schwierigkeiten. Aber jetzt die Möglichkeit für Ravensburg, aber Stuttgart wieder vereitelt. Und Stuttgart 77, Lukas Kubek mit dem Abschlussversuch, aber geblockt. Zunehmend mit Problemen im Aufbau. Strähne auf Wied. Lukas Willer, Christopher Mauch und Patrick Eisele. Ah. Und Christopher Mauch nochmal. Und zurück zu Essen. Neuer Aufbau. Stuttgart jetzt mit etwas mehr Spielanteil. Und wieder Chris Mauch. Lukas Kubek verliert die Scheibe und Ravensburg wieder. Ja, im Moment macht es den Eindruck, als ob Ravensburg hier nicht mehr optimal in der Abstimmung ist. Immer wieder Fehlpässe und doch mehr Anteil im Drittel der Ravensburger und die erste Strafe offensichtlich gegen Ravensburg. Ja, die Nummer 18 in der Ravensburger, Ronny Gehlert, erhält 2 Strafminuten wegen unnötiger Härte. Und die Rettung sind Powerplay. Einzelne auf Mauch und zurück und zu Willer und der mit dem Abschlussversuch geblockt von Ravensburg. Bakum.
Marco zurück auf Eisele. Eisele auf Mauch. Und Mauch auf Leis, Leis hinterm Tor. Auf Mauch. Ah. Zu präzise, schwer für Lukas Willer. Und jetzt erstmal wieder Ravensburg am Brücke, aber die Stuttgarter sofort wieder Scheiben zurückerobert. Und jetzt Tim Becker auf Silas Ahrens. Silas Ahrens auf Lutz Kessle. Auf Lukas Kubek. Und der trifft den Helm von Ben Daubner, der hier kaum reagiert. Nur nach Bescheid gesucht. Ja, liebe Eishockey-Freunde, nochmal hallo an alle, die erst jetzt eingeschaltet haben. Wir berichten live aus Ravensburg, Stuttgart gegen Ravensburg. Aktueller Spielstand 0:0. Es sind knapp 9 Minuten gespielt. Und Stuttgart noch 12 Sekunden mit dem Powerplay. Gefährliche Situation. Und Ravensburg wieder komplett. Schöner Abschluss noch von Silas Arbert und Zeit zum Wechseln. Und Stuttgart nach wie vor mit viel Druck. Alexander Hotz. Strehle steht vor dem Tor, hinterm Tor. Ja, nach holprigen zwei ersten Minuten in dem Drittel jetzt eine doch sehr gefestigte Stuttgarter Mannschaft. Wieder Ravensburg mit Schwierigkeiten einen vernünftigen Aufbau hinzubekommen. Und schon wieder Stuttgart und Thomas Strehle. Aber auch hier Probleme beim Aufbau. Und es geht wieder zurück in die andere Richtung. Janis Groß versucht etwas Ruhe reinzubringen. Und Stuttgart. Eisele. Kessle. Leis. Aber auch Stuttgart mit Schwierigkeiten jetzt einen vernünftigen Aufbau hinzubekommen. Jetzt nochmal über Lutz Kessle und wieder Ravensburg dazwischen und erneut Stuttgart mit dem Aufbauversuch. Jetzt der lange Pass auf Eisele. Aber auch hier wieder kein Durchkommen und Ravensburg mit dem Aufbau. Guten Pferd von Barco. Kessle. Yeah!
Und jetzt Silas Abbott sucht die Anspielstation. Ah. Ravensburg gut geklärt. Und aktuell sind 12 Minuten gespielt, also noch 8 Minuten im ersten Drittel zu spielen. Aktueller Spielstand immer noch 0:0. Spielanteil derzeit deutlich mehr auf Stuttgarter Seite, aber bislang auch noch nichts Zwingendes dabei. Und hier wieder Aufbau von Ravensburg. Der lange Pass mit Schwung. Aber wieder hervorragend geklärt von den Rebels. Ja, sicher die beste Möglichkeit in der Situation. Bulli vor dem Ravensburger Tor. Und jetzt der Aufbau von Ravensburg. Ja, immer wieder zu viel unbedrängte Ravensburger vor dem Tor von Janis Jasny. Ja, und da kommt es, wie es dann kommen muss. 1:0 für Ravensburg. Das alte Problem von Stuttgart. Zu wenig die Stürmer vor dem Tor von Essen bedrängt. Und am Ende rechnet sich mit dem ersten Treffer der Gastgeber. Ja, leider von hier oben die Durchsage nicht zu hören und auch von hier nicht zu erkennen, wer der Torschütze war. Auf jeden Fall wieder wie in vielen Spielen die Stuttgarter eigentlich deutlich mehr Spielanteil und am Ende dann doch der Treffer auf der gegnerischen Seite. Und jetzt schon wieder Abschlussversuch der Ravensburger, aber Janis Krasnick ohne Probleme. Und jetzt aber Aufbau. Patrick Eisele. Und klare Strafe. Warum es hier Diskussionsbedarf gibt, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Klare Strafe an Patrick Eisele. Und es gab sogar Penalty. Und jetzt Patrick Eisele mit der Chance zum Ausgleich. Wiederholung. Vermutlich hat sich Ravensburgs Torhüter zu früh herausbewegt und deswegen in der Finale ungültig. Und Eisele mit der zweiten Chance.
aber auch die leider ohne Erfolg. Patrick scheitert erneut am Keeper David Heckenberger mit der Nummer 32. Und jetzt zieht er Samen mit der Chance, aber wieder ein Rahmensbogen dazwischen. Noch 5 Minuten und 40 Sekunden zu spielen. 1:0 für Ravensburg aktuell. Und Alexander Hotz mit der Befreiung und Lukas Miller. Maximilian Strehle. Wied. Und wieder Hotz. Ja, im Moment dreht sich etwas das Blatt. Stuttgart nicht mehr so souverän. Oh. Gefährliche Situation. Aber wieder erstmal ein Tor von Stuttgart, der hier klären kann. Ja, wie gesagt, Stuttgart derzeit etwas unter Bedrängnis. Ravensburg offensichtlich durch den Führungstreffer etwas mehr beflügelt. Spielt etwas befreiter. Aber wieder Aufbau. Stuttgart, Patrick Eisele. Und mit ihm Christopher Mauch. Wieder zurück zu Eisele. Ja, unsauberer Pass. Und so mit Ravensburg. Aufbau, aber Lutz Kästle kann hier die Scheibe zurückgewinnen. Und wieder Eisele. Mauch. Kästle. Kästle mit dem Abschlussversuch. Und Michael Barko. Und wieder Eisele. Ah. Schläger von Ravensburg dazwischen und wieder Aufbau Stuttgart. Der Ravensburg stürzt sehr früh jetzt. Macht es dem Stuttgarter schwer, einen künftigen Aufbau hinzubekommen. Und wieder der Konter der Ravensburger. Unfassbar. Unfassbar. Aber clever gemacht und wieder zu wenig unter Bedrängnis und es steht 2:0. Ja, Steffen Kirsch mit der 93, mit dem präzisen Schuss und damit baut er die Führung weiter auf und jetzt Stuttgart wieder mit Druck
Ja, Strafe angezeigt gegen Tim Becker. Ravensburg jetzt ohne Torhüter, 6 Feldspieler. Becker 2 Strafminuten wegen Behinderung. Zwei Minuten 30 noch auf der Uhr und Powerplay für Ravensburg. Ganz bittere Pille jetzt für Stuttgart. Die zwei Treffer hinten liegen, aktuell ist Spielstand 2:0. Und Ravensburg gewinnt zunehmend an Souveränität und macht auch hier das Powerplay. Sehr gut. Also in letzter Minute. Ravensburg jetzt viel Zeit, die optimale Position zu finden. Aber Stuttgart steht gut in der Unterzahl. Bislang noch keine wirkliche Chance für Ravensburg. Und sogar auch vor Stuttgart, Patrick Eisele. Zumindest gibt es wertvolle Zeit. Und wieder Ravensburg mit dem Aufbau. Ja, noch eine Minute zu spielen. Noch 22 Sekunden in Unterzahl. Und wieder Tumult vor dem Tor von Janis Ersel, aber auf Ersel in diesem Fall Verlass und Ravensburg muss wieder neu aufbauen. Und Stuttgart jetzt wieder komplett. Ja, noch 20 Sekunden auf der Uhr. Und noch einmal der Aufbau von Stuttgart. Mit dem schönen Abschlussversuch von Tim Becker und schon wieder Rangelei hinterm Tor. Ja, noch 11 Sekunden stehen auf der Uhr im ersten Drittel. Spielstand 2:0 und Stuttgart vielleicht noch einmal mit der Chance zu verkürzen. Aber Ravensburg gewinnt das Bulli. Und somit passiert nichts mehr in diesem Drittel. Wir gehen also ernüchtert mit 2:0 in die Pause und melden uns dann wieder in 15 Minuten zum zweiten Drittel. Thank you.
Ja, liebe Eishockey-Freunde, Zeit für ein kleines Resümee. 20 Minuten sind gespielt hier in Ravensburg. Aktueller Spielstand 2:0. Die Rebels zunächst schlecht ins erste Drittel gestartet. Die ersten 2 Minuten, eigentlich deutlich mehr Anteil von Ravensburg, dann aber Stuttgart wieder zurückgekommen. Über das komplette Drittel würde ich sagen, immer noch mehr Anteile von Stuttgart, aber Ravensburg eben mit den 2 Treffern. Wie immer, Stuttgart das Problem vor dem eigenen Tor, der Gegner zu viel Freiraum und selber vorne einfach mit zu wenig Glück. Patrick Eisele durfte gleich 2-mal sich im Penalty versuchen, leider beides Mal gescheitert und so ging man mit 2:0 in die Drittelpause. Ja, wir hoffen, dass die Rebels neu sortiert aus der Drittelpause zurückkommen und vielleicht hier irgendwie das Spiel nochmal drehen, wohlwissend, dass in Ravensburg wir uns immer schwer getan haben. Aber spielerisch die Rebels wirklich auf Augenhöhe und der Spielstand zwar okay, die Tore gingen in Ordnung, aber spiegelt nicht den Verlauf des Spiels. Ja, hier auch nochmal der Blick zum Mann hinter der Kamera. Gerd Schneider extra mitgekommen, damit wir heute vernünftig berichten können aus Ravensburg. Gerd, von mir danke an der Stelle. Super, dass du da bist. Und hoffentlich können wir am Ende doch noch einen Sieg kommentieren. Ravensburg schon wieder auf dem Eis. Stuttgart lässt sich etwas mehr Zeit. Ich denke, Trainer Pavel Jankovic hat auch mehr mit seinen Jungs zu klären. Ja, wie ich gerade sehe, Pavel schon auf der Bank. Aber jetzt auch die Rebels. Back on ice. Zum 2. Drittel. Ravensburg mit dem Scheibengewinn. Eising. Ja, jetzt wäre eigentlich eine günstige Gelegenheit zu verkürzen. Anspiel vor dem Drittel, vor dem Tor von Ravensburg, aber Ravensburg entscheidend gewinnt. Stuttgart erobert die Scheibe zurück. Jesper Leis mit dem Schuss. Aber kein Problem für David Heckenberger. Und jetzt Tim Becker mit der Rückhand, der Abschluss, aber auch das noch zu unbedeutend.
als das David Hickenbauer im Tor der Ravensburger extra auf das Bedrängnis kommt. Stuttgart mit dem Aufbau. Ben Daubner, Lukas Kubek unter Bedrängnis. Ja, Stockschlag gegen Ravensburg. Der Spieler mit der Nummer 45, Simon Heckenberger. Zwei Strafminuten wegen Stuckschlag und die Rebels im Powerplay. Eisele und das starke Bedrängnis und jetzt Christoph vom Mauch. Jetzt Verleis. Auf Eisele. Eisele zurück zu Leis. Leis auf Mauch. Mauch auf Kästle. Gut geblockt von Ravensburg und gleich mit dem Konter. Clever gemacht, aber gut verteidigt von Lutz Kästle in Zusammenarbeit mit Janis Össl. Jetzt erst wieder Ruhe reinbringen. Lutz Kästle, Michael Bako und Christopher Mauch, aber sofort bedrängt. Und wieder Konter von Ravensburg. Boah. Ganz harter Check an Patrick Eichele. Silas Abert. Ja, Schwierigkeiten, die Scheibe unter Kontrolle zu bringen und jetzt Tim Becker. Aber auch er. Schwierigkeiten in der Scheibe mit Ben Daubner wieder. Tim Becker und Ravensburg klärt. Noch 11 Sekunden Powerplay. Und vielleicht letzter Spielzug im Powerplay und Ravensburg komplett und schon wieder mit dem Konter. Aber Stuttgart geklärt. Aufbau Stuttgart. Willer. Scheibenbesitz, noch keine Anspielstation. Schlechter Pass an Ben Daubner und Ravensburg. Glück für die Rebels, dass hier nicht mehr draus entstand. Lattentreffer und Ravensburg immer noch unter Scheibenbesitz. Ben Daubner, zu viel Ravensburger. Boah, und wieder der Konterversuch von Ravensburg. Ravensburg jetzt voll auf Stumm. Die wollen sich definitiv mit dem 2:0 nicht zufrieden geben. Und erhöhen weiter den Druck. Ja, Scheibe oben im Netz, das heißt,
Anspiel in der neutralen Zone. Stuttgart gewinnt durch Bulli. Aber schon wieder Ravensburg an der Scheibe. Ja, im Moment tun sich die Rebels sichtlich schwer. Ravensburg kommt deutlich besser zurück ins zweite Drittel. Janis Groß auf Patrick Eisele. Aber wieder mit dem Fehlpass und Ravensburg in Vorwärtsrichtung. Janis Groß wieder an der Scheibe. Christopher Mauch. Erstmal neu sortieren. Jetzt Verleis. Ja, das ist alles noch viel zu wenig, um die Ravensburger hier tatsächlich in Schwierigkeiten zu bringen. Wenn Stuttgart die drei Punkte heute holen möchte, dann müssen sie ordentlich eine Schippe zulegen. Kubik. Abert. Und wieder Ravensburg dazwischen. Ja, wieder der zu schwache Aufbau und Ravensburg dadurch entscheidend. Aber wieder Stuttgart an der Scheibe. Und Ravensburg. Jetzt zieht das Abert. Aber zwei Ravensburger sofort zur Stelle. Oh, gefährliche Situation hier zu wechseln. Oh. Ja, im Moment muss Stuttgart froh sein, dass es nicht 3:0 steht. Ben Daubner mit dem Scheibengewinn, Lutz Kästle. Auf Ben Daubner. Etwas zu lang. Und Eising, also wieder Bulli vor dem Tor von Janis Ersel. Stuttgart gewinnt das Bulli. Ben Daubner, Mauch, Leis, aber sofort unter Bedrängnis, aber jetzt Leis. Oh. Und Stuttgart immer noch in Scheibenbesitz, Jesper Leis. Und Ravensburg wieder im Vormarsch. Leis mit der Scheibe. Eisele. Aber wieder Ravensburg. Schöner Block von Lutz Kästle.
Ja, Ravensburg macht es clever, ist sofort zur Stelle. Stuttgart immer sofort unter Bedrängnis. Jetzt haben wir Silas Amon, Becker. Das ist zu wenig, um die Defense von Ravensburg zu gewinnen. Aber immerhin Bulli im Drittel von Ravensburg. Ja, 29 Minuten gespielt, noch 11 Minuten im zweiten Drittel zu spielen, immer noch 2-0. Und Ravensburg mit dem deutlich besseren Start aus der Drittelpause. Eising, Bulli im Drittel von Stuttgart. Ja, es steht immer noch 2-0. Ravensburg mit dem Scheibengewinn. Willer. Ah, zu schwach. Die Pässe sind zu unpräzise. Wied und Hotz, ja, aber wieder sofort zwei Ravensburg zur Stelle. Und Aufbau Ravensburg. Mauch und Pass auf Eisele. Eisele auf Mauch. Ah! Und nochmal. Ja, das war jetzt die erste richtig gute Szene der Stuttgarter. Aber davon brauchen wir deutlich mehr, um hier das Blatt nochmal zu drehen. Jetzt erstmal Eisenlein Tor der Radies. Mit dem Pass auf Mauch, Mauch auf Eisele und Eisele. Ja! Patrick Eisele! Wie gerade gesagt, wir brauchen mehr von solchen Szenen und hier war gleich die zweite. Schöne Vorlage für Christopher Mauch und dann Patrick Eisele mit dem traumhaften Treffer zum 2-1. Ja, die Rebels jetzt wieder in Rufweite. Bringt diese Treffer die Rebels wieder zurück ins Spiel. Wir hoffen ja, noch 9 Minuten zu spielen im zweiten Drittel.
Ja, liebe Eishockey-Freunde, hier vielleicht gleich noch der Hinweis, wenn euch gefällt, was wir hier tun und ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte abonniert unseren Kanal, ihr verpasst dann kein Spiel mehr, keine Zusammenfassung. Aber jetzt hier wieder, nochmal schöne Szene. Kubek mit dem Pass auf Becker. Becker mit dem Anschlussversuch, aber ein Schläger von Ravensburg dazwischen. Ja, nochmal zurück zum Thema. Abonniert unseren Kanal oder hinterlasst uns zumindest einen Daumen hoch. Ja, Stuttgart jetzt doch wieder mit etwas mehr Druck. Der Treffer scheint was beruhigt zu haben. Erneut Bulli im Angriffsdrittel. Aber Ravensburg mit dem Scheibengewinn. Eising und erneut Bulli vor dem Tor von Heckberger. Aber Stuttgart erobert die Scheibe zurück. Ja, Becker auf Kubek. Zu und präzise der Pass, aber Kubek weiter an der Scheibe. Willer. Daubner. Becker unter Bedrängnis und Ravensburg klärt. Ja, Lukas Willer ohne Schläge gebrochen. Ja, für alle, die nicht so firm sind mit den Spielregeln beim Eishockey, ein Spieler mit einem gebrochenen Schläger muss dies sofort fallen lassen, ansonsten hätte es Strafen wegen unkorrekter Ausrüstung. Auch richtig so, denn an so einem Stock ohne Kelle kann man sich verletzen. Deswegen völlig richtig von Willer gleich. Schläger fallen lassen, ohne Schläger weiterspielen und Gott sei Dank konnte Stuttgart nochmal klären und jetzt gleich Konterversuch. Kubek mit dem Schuss. Abbott. Und jetzt Kästle. Stuttgart weiter mit dem Druck. Ja, Kästle. Rakete, aber 10 cm zu weit links. Nochmal. Kästle auf Leis. Strehle läuft. Und Leis. Christopher Mauch. Und wieder Kästle und Mauch. Mit dem Abschlussversuch und Strafe gegen Ravensburg. Der Spieler mit der Nummer 69, Leon Donner, 2 Strafminuten. Willer klärt und Mauch kämpft um die Scheibe. Also kommt zur Hilfe, Aufbau, gefährlich. Ja. Für mich immer etwas zu heiß, wenn erstens so weit aus dem Tor kommt, erinnert mich ein bisschen an Olli Kahn in seinen besten Zeiten im Fußball. Aber jetzt Eisele.
Ja, bringt erstmal Ruhe rein. Oh. Schöner Schuss von Müller. Und jetzt Scheibe zurückerobern. Bauch an der Stelle. Bako zur Stelle. Becker wartet hier Schmidt jetzt. Eisele zu Müller. Und wieder Eisele. Bako. Noch stark 5 Minuten sind zu spielen im zweiten Drittel. 40 Sekunden noch Powerplay für Stuttgart. Aktuell Spielstand 2:1. Ein Tor bisher. So viel ist sicher. Und die Rebels haben noch 40 Sekunden Zeit, das in die Karte umzusetzen. Kästle. Auf Arbeit. Arbeit auf Becker. Ja, Ravensburg, die Kelle dazwischen. Daubner. Und Kästle. Auf Kubek. Ah! Ja, irgendwann wünscht man sich auch mal ein Quäntchen mehr Glück. Noch 5 Sekunden, Powerplay. Ravensburg kann klären. Und Ravensburg ist wieder komplett. Ja, Groß. Kubek läuft. Ah. Scheiden wir in Stuttgart trotz mit dem Versuch, aber abgewehrt. Stuttgart immer noch im Scheibenbesitz. Daubner, Ravensburg stört und Konter Ravensburg. 2:1. Wieg muss hier aufpassen, dass er nicht noch wegen Haken eine Strafe bekommt. Immer. Auf Messer schneiden. So, jetzt Ruhe reinbringen. Schöner Aufbau. Come on. Aber Ravensburg stört sehr schnell. Das war sicher die falsche Seite zum Passen. Eisele wäre frei gewesen auf der anderen Seite. Ganz klarer Stockschlag. Ja, das gibt Stuttgart nochmal. Okay. Mir nicht ganz klar, ob hier gegen Stuttgart entschieden wird. Für mich sah das eher so aus, als ob Ravensburg hier einen Stockschlag geübt hat. Ja, okay. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Die Nummer 19. André Martini erhält 2 Strafminuten wegen Stockschlag. Und Stuttgart ebenfalls mit einer Strafe. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommt.
Alexander Holz. Beinstellen gegen Stuttgart. Schade, dass wir nicht in der Lage sind, hier eine Zeitlupe einzuspielen. Hätte mich jetzt schon nochmal interessiert, was hier wirklich los war. Ich hatte nur den Stockschlag gesehen. Schon wieder eine Fehlentscheidung und es gab Anspiel im Mittelboden. Eisele mit dem Schuss. Noch 2 Minuten und 34 zu spielen im zweiten Drittel. Okay, und jetzt Aufbau. Kessler geht. Mauch mit der Scheibe. Eisele, ja, Fehlpass. Mann, das läuft alles andere als rund. Und jetzt 2 gegen 1. Becker. Ja! Becker mit dem Ausgleich. Traumhaft. Er überlegt sich noch, ob er rüberpasst zu Silas. Aber entscheidet sich dann für den Schuss. Und unhaltbar für Ravensburgs Keeper Heckenberger, der bisher gut gehalten hat. Aber Stuttgart back in town. 2 zu 2, 1 Minute 45 noch zu spielen im zweiten Spielabschnitt. Oh. Erste. Ja, Ravensburg dürfte jetzt ziemlich angepisst sein. Ich erwarte jetzt körperbetontes Spiel von Ravensburg. Und Kubek. Oh, wieder Essen. Raus mit der Scheibe. Erstmal Zeit gewinnen. Come on, Jungs. Ben Daubner. 3 gegen 2. Oh. Oh. Das wäre es gewesen. Kubek mit der Chance. Und Konter. Konter Ravensburg. Oh. Gut verteidigt bisher. Und wieder. Gegenangriff. Mauch. Zug Kubek. Muss direkt versuchen und es gibt wieder Bulli und Angriffsdribbling. Noch 37 Sekunden im zweiten Drittel zu spielen. Ravensburg mit Scheibenbesitz. Ja, und auch Ravensburg öfters mal mit dem Fehlpass Eising. Somit 21 Sekunden vor Drittelende nochmal Bulli vor dem Ravensburger Tor. Ja, jetzt würde man sich wünschen, Scheiben gewinnen Stuttgart und Führungstreffer. Mit dem Scheibengewinn hat man nicht geklappt.
Und Ravensburg mit dem Konter. 2 gegen 2. Sechs Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir gehen mit 2:2 in die Pause. Ja, liebe Eishockey-Freunde, das erste Drittel ging klar an Ravensburg. Das zweite Drittel, Stuttgart deutlich schlechter gestartet, aber dann gut aufgeholt. Und das zweite Drittel ging somit klar an Stuttgart. 2:2 steht es aktuell, also ist wieder alles drin. Bleibt nur die Daumen zu drücken, dass die Rebels es schaffen, im dritten Drittel die 3 Punkte klar zu machen. Wir machen jetzt wieder eine Pause, 15 Minuten, und dann heißt es noch einmal EV Ravensburg gegen Stuttgarter EC. Ja, das ist, wenn man sich nicht so sagt, dass man nicht mehr weiter.
Eishockey-Freunde, zurück zum Spiel Ravensburg gegen Stuttgart Rebels. Ja, eine super Aufholjagd unserer Rebels im zweiten Drittel. Zunächst die Ravensburger deutlich stärker ins Drittel gestartet, aber Stuttgart sich dann wieder zurückgekämpft und sogar noch zwei Tore geschossen. Es steht aktuell 2-2, es ist wieder alles drin. Und ja, wir drücken den Rebels die Daumen, dass es noch reicht zu 3 Punkte heute in Ravensburg. Einen Blick auf die Spiele von Ravensburg der Vergangenheit schauen gegen Eppenheim mit 3-4 zu Hause verloren, Bietigheim 7-4 verloren, in Freiburg mit 1-2 gewonnen. Das sind ganz andere Ergebnisse wie zu Beginn der Saison. Das erste Spiel der Ravensburger gegen Bietigheim 7-3 gewonnen in Ravensburg. In Ravensburg gegen Zweibrücken 7-2. In Eppenheim 0-3 für Ravensburg. Also Ravensburg super in die Saison gestartet. Und ja, seit 2 Spielen ist etwas gehoben drin, oder seit 3 Spielen. Und hoffentlich können die Rebels heute auch 3 Punkte hier holen. Wäre unheimlich wichtig für die Jungs. Vor allem nach der knappen Niederlage gestern Nacht im Handyschießen. Boah, Fehlpass Ravensburg, aber abseits. Ravensburg mit dem Aufbau. Stuttgart erobert die Scheibe zurück. Tim Becker. Ravensburg mit der Kette dazwischen und wieder geht's in die andere Richtung. Boah, Pfosten. Glück für Stuttgart. Ja, wichtig jetzt die Scheibe aus dem Drittel zu bekommen. Und Lukas Huller. Und Ravensburg sofort wieder mit dem Aufbau. Stuttgart stört schnell, sehr gut. Ja, lässt Ravensburg im Moment nicht richtig ins Spiel kommen.
Erzl geht auf Nummer sicher, hält die Scheibe fest. Somit Bulli im Verteidigungsdrittel der Rebels. Noch 17 Minuten sind zu spielen. Aktueller Spielstand immer noch 2-2. Scheibenbesitz. Ja, Lutz Kästle noch immer Probleme mit seinem Knie. Er spielt dennoch, aber ist etwas eingeschränkt, kann die Geschwindigkeit nicht so aufbauen wie normal. Und jetzt wieder harte Druckphase der Rabenkröger. Oh. Völlig frei. Gott sei Dank verspringt die Scheibe. Jetzt aber raus. So, raus mit der Scheibe. Noch immer nicht. Bankstrafe gegen Stuttgart wegen zu vielen Spielern auf dem Eis. Das sind die unnötigen Strafen. Und in der Spielphase sicher richtig bitter. Abgewiesen wird die Strafe vom Spieler mit der Nummer 50, Jesper Leisch. So, erstmal erste Gefahr gebannt. Gutes Vorchecking von Silas Abert. Ja. Gut verteidigt von den Rebels. Ravensburg muss wieder aufbauen. Strafe noch. 1:15. Ja, gefällt mir jetzt gut, wie Stuttgart hier verteidigt. Noch 30 Sekunden, Powerplay für Ravensburg. Und jetzt. Die Chance hätte man besser nutzen sollen, sich zu befreien. Aber jetzt. Und die Rettung wieder komplett. Und Tim Becker. Ja, bleibt ihm nichts anderes übrig, als direkt abzuschließen. Und immerhin ein Bummel im Angriffsdrittel. Ravensburg. Erzl, super verteidigt. Ben Daubner, Strähne, Pass auf Hotz. Ah.
Entweder war der Pass nichts oder der Schläger zu kurz. Aber Stuttgart immer noch in Scheibenbesitz. Und wieder Konter Ravensburg. Boah. Wieder darf die Nummer 13 von Ravensburg vor dem Stuttgarter Tor sich frei bewegen. Gefährliche Situation. Ja. 12 Minuten und 50 Sekunden. Bleiben den Rebels noch hier einen Sieg einzufahren. Aktuell immer noch 2:2. Ravensburg macht mächtig Druck jetzt. Stuttgart tut sich schwer, hier überhaupt einen Aufbau auf die Reihe zu kriegen. Wieder der Anschlussversuch von Ravensburg und Ravensburg immer noch in Scheibenbesitz. Eising. Ravensburg darf wechseln, Stuttgart nicht und Bulli vor Janik Jassel im Tor der Rebels. Wieder schöner Spielzug von Ravensburg. Im Moment Ravensburg mehr am Drücker. Etwas die Oberhand. Ravensburg nehmen hier definitiv 3 Punkte. Will nicht ins Finale schießen. Setzt alles dran, hier nochmal zu scoren. Und Stuttgart setzt alles dagegen. Boah, wieder gefährliche Situation. Und wieder einmal Ravensburg mit massivem Druck. Jetzt Tim Becker. Ah. Kubek. Und Tim Becker. Mit dem Pass auf Barco. Oh, Konter. Konter von Ravensburg. Aber Ersel im Tor der Rebels. Glätte Situation zu überreden. Boah. Anspannung kaum zu überbieten. Noch 10 Minuten und 41 Sekunden stehen auf der Uhr. 2:2 der Spielstand. Beide Teams wollen hier 3 Punkte. Ja, Fehler darf man sich hier, glaube ich, keine mehr erlauben. Stuttgart muss jetzt massiv aufpassen. Ah.
Schon wieder Scheibenverlust, aber jetzt wieder Stuttgart an der Scheibe. Zu ungenau. Gefällt mir gar nicht, was Stuttgart im Moment auf die Reihe kriegt. Zu ungenau die Pässe. Zu wenig Möglichkeiten, sauber zu passen. Ravensburg im Moment, ja, wird etwas Oberwasser. So, jetzt Patrick Eisele, komm mal. Und wieder der Konterversuch von Ravensburg. Lutz Kästle und Christopher Mauch hilft. Aber... Oh. Kein Spiel von schwachen Nerven im Moment. Möglich. Ravensburg mit dem besseren Spiel. Und wieder Konterversuch von Ravensburg. Aber Willer hat da was dagegen. Und Kubek auf dem Weg zur Scheibe. Ravensburg. Kimbeck auf Kubek. Und jetzt Kubek. Nochmal. Ah! Unglaublich. Das wäre es gewesen. Aber Stuttgart immer noch mit Druck. Sie an. Faser auf Hotz. Strähne geht mit. Ah. Abseits. Noch 7 Minuten und 23 stehen auf der Höhe. Es steht immer noch 2-2. So, Stuttgart, jetzt Aufbau. Hotz. Nein, da steht niemand. Ja, Stuttgart kämpft sich zurück ins Spiel. 6 Minuten 58 Sekunden bleiben den Jungs noch um 3 Punkte abzuholen. Gut gestört von Ben Daubner. Ravensburg muss neu aufbauen. Sofort Vorchecken der Rebels, aber Ravensburg, Lutz Kästle klärt. Pass auf Eisele.
Und wieder Seitenwechsel. Es geht auf das Tor von Janis Erzl. Ja, gut geklärt. Aber Ravensburg weiter in Scheibenbesitz und es gibt Bulli im Angriffsdrittel. So, wenn ich jetzt einen Wunsch äußern darf, dann bitte Scheibe gewinnen, Pass nach hinten, Lukas Winger und ab ins Netz. Eising. Ja, das sah schon gar nicht schlecht aus. Das Ganze machen wir jetzt gleich nochmal, aber diesmal mit dem Abschluss bitte. Ja, dieses Mal Bulli gewinnt von Ravensburg. Aber Stuttgart erobert die Scheibe zurück. Und Ravensburg. Arbeit. Bako unter Bedrängnis. Wiederkommt. Eising gegen Stuttgart, somit ein Spiel im Drittel der Rebels. Und wieder eine Fehlentscheidung. Ja, habe ich lange nicht mehr gesehen, so viele Anspiele ohne Tor im Mittelkreis. Auch das eine Fehlentscheidung eingestehen als zu durchzuziehen. Von dem her Respekt an die Schiedsrichter. Und wieder Ravensburg mit dem Druck. Ja, Stuttgart tut sich jetzt unheimlich schwer, die Scheibe aus dem Dritten rauszubekommen. Ravensburg mächtig Druck. Eisele Daubner hilft. Aber jetzt Jesper Leis auf Eisele. Nicht optimal der Pass. Und schon wieder der Konter. Aber Bako geht dazwischen. Und jetzt Lutz Kessle auf Eisele. Na. Hätte man mehr draus machen können. Und das gibt Beinstellen gegen Quinten Becker. Puh, ungünstiger Zeitpunkt. 3 Minuten 37 stehen noch auf der Uhr. Und Stuttgart darf jetzt erstmal nur noch mit 4 Spielern spielen. Und Ravensburg nimmt eine Auszeit.
Ja, Ravensburg wird jetzt alles dran legen, die Powerplay zu verwerten. Und ich hoffe, dass Stuttgart genügend Energie hat und genügend Spielwitz dagegen zu halten. Wie gesagt, es sind noch 3 Minuten 37 zu spielen. Aktueller Spielstand immer noch 2-2. Und Ravensburg mit dem Powerplay. Lutz Kessler. Stuttgart kann sich schnell gut aufstellen. Ravensburg sucht die Lücke. Tor am Abseits. Und dann spielen wir in der neutralen Zone. Noch 1 Minute 16 Sekunden Powerplay für Ravensburg. Ja, in der Spielphase eine Strafe. Immer ungeschickt. Rebels zunächst gut verteidigt, aber dann doch der Treffer von Ravensburg. Der Torschütz war der Spieler mit der Nummer 98, Jonas Ludwig. Und die Rebels haben jetzt noch genau 2 Minuten, um sie noch einmal zurück ins Spiel zu bringen. Minute 28 noch. Ravensburg am Drücker. Kubek. Gut, jetzt nochmal durchschnaufen und Trainer Pavel Jankovic sieht die Auszeit.
Ja, unglaublich, was für eine Saison. Stuttgart verstärkt den Kader. Leider immer noch einige Verletzte, aber deutlich, eine deutlich bessere Mannschaft wie im letzten Jahr. Und immer wieder diese ganz knappen Spiele, oft zu Ungunsten von Stuttgart. Ja, Jannis Erzl nicht mehr im Tor, deswegen 6 Stuttgarter. Jankovic setzt jetzt alles auf eine Karte. Und die Jungs haben 1:08 Zeit. Strafe gegen Ravensburg. Böse Strafe gegen Mauch. Ich habe nicht genau gesehen, welcher Spieler es war. Nummer 55. Lupus Sekula erhält 10 Strafminuten wegen hohem Stock. Jetzt die Rettung, also noch 48 Sekunden mit 6-4. Ravensburg, Scheibengewinn. Kubek. Eisele. Kubek. David Heckenberger hat etwas dagegen, dass die Rebels sich noch einmal zurückkämpfen. 30 Sekunden bleiben noch. Spielstand leider 3:2 für Ravensburg. Stuttgart mit 6 Feldspielern, Ravensburg mit 4. Und Ravensburg gewinnt die Scheibe. Stuttgart muss aufbauen. Mauch. Kästle. Oh, unglaublich. Ravensburg gewinnt und die Rebels holen dieses Wochenende anstelle von 6 möglichen Punkten leider nur einen. Das reicht nicht. Ja, liebe Eishockey-Freunde, das war's aus Ravensburg. Leider die Rebels wieder mal gut gekämpft, wieder mal über Phasen des Spiels die Oberhand gehabt, aber wieder mal am Ende der Kürzeren gezogen. 3:2 geht es sicher frustriert zurück nach Stuttgart. Ja, trotzdem hoffen wir, dass es euch gefallen hat, dass wir hier live übertragen haben aus Ravensburg. Nochmal herzlichen Dank an den e.V. Ravensburg, der uns hier mit der Technik unterstützt hat und seinen super LAN-Anschluss zur Verfügung gestellt haben, sodass wir heute sogar mit voller Auflösung filmen konnten. Ja, wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch und am besten abonniert den Kanal, damit ihr kein Spiel mehr verpasst. Wir gehen jetzt zurück. Macht's gut, bis zum nächsten Heimspiel. Hey, fuck it.